Willkommen zurück bei Let's Play Alice Madness Returns. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Raupe und wir hören schon wieder ein Schweinchen. Wo ist denn das? Ach, da oben. So, jetzt können wir hier hoch. Und ich frage mich schon, was sich da verbirgt. Waffe wechseln und zack. Okay. Eine Erinnerung, aber wieso konnten wir das da unten nicht platt machen? Um die Gestalt eines Wesens korrekt festzuhalten, muss man sie leider töten. Die Objekte der Kunst haben oft zu leiden. Das ist immer noch da. Oh. Komisch. Nun gut. Hier gibt's scheinbar nichts mehr, also können wir durch das Maul hier, das Götzenmaul, hindurchlaufen. Und es geht wieder in eine 2D-Welt. Es könnte der letzte Abschnitt sein, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Könnte auch sein, dass es noch der vorletzte ist. Nun gut, dann mal rein hier. Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das Leid nicht weiter mit ansehen. Sie begann, gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen, ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde. Upsala. Das war natürlich sehr clever. Da haben wir die Biene eben schon mal ausgeschaltet, indem wir sie zerstampft haben und kommen jetzt ohne Probleme hier durch. Und die machen wir auch noch platt. Nein! Ich will doch da hoch. Juhu! Und wieder ein Zahn. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist ja auch wieder ein Pfirsich. Aber wir kommen nicht rein. Vielleicht von der anderen Seite. Mal gucken. Na, jetzt geh ruf hier. Ah, verdammt, fast. Na, nee, ich glaube, das lasse ich lieber bleiben. Einfach weiter, der Zahn. Oh Gott, ist jetzt auch egal. Ach, das ist natürlich super. Hätten wir ja mal vorher nachgucken können. Klein, groß.
klein. Eieiei, sowas hasse ich ja. Unterwegs haben wir es hingekriegt. Hui! Oh! Hui! Oh, ne Bat! Ah! Also die Zahnausbeute bei diesen 2D-Parts ist hier echt mickrig, muss man echt mal sagen. Oh. Na herrlich. Ich gehe mal unten lang. Wie weit geht denn das? Okay, ich wollte schon sagen. Oder ist hier noch was Interessantes? Ich glaube nicht. Oh, Scheiß! Piss, Dreck! Ich habe das Gefühl manchmal, die Wolke wird schneller, wenn man springt. Das ist echt gar nicht so einfach. Okay. Gar nicht springen, einfach bloß hin und her laufen. Alles klar. Und das war's schon wieder. Raus hier. Sind wir jetzt oben oder nicht? Falls ja, treffen wir gleich auf Mr. Raupe. Hier sieht's aber irgendwie nicht gut aus. Rot alles. Da waren die tiefen unteren Ebenen aber angenehmer. Wobei das auch irgendwie cool ist, hier alles rot. Hat was. Oh, das sieht aber ganz stark nach dem Sitz der Raupe aus, würde ich schätzen. Aber auch irgendwie nicht gerade heimlich durch diese komischen Bilderfiguren hier. Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein.
Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen. Ups. Verdammt. Jetzt habe ich das auch noch weggedrückt. Machen wir doch einfach nochmal anders. Wir starten das neu. Das ist jetzt zwar ein bisschen doof, aber jetzt haben wir den Text ja verpasst, der da kam. Ich wusste nicht, dass der durch Wegentern, durch Entern weggeentert wird. Oh mein Gott. Schnell, schnell, schnell. Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. So, war ja doch noch relativ viel Text, der da kam. Da bin ich doch froh, dass ich das jetzt nochmal wiederholt habe. Jetzt sind wir hier beim Kokon der Raupe und ich weiß jetzt auch nicht wirklich... Jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Nicht jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest. Du da, das reicht jetzt. Wirst wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult, irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street, Insekten verwünscht und die Eisenbahn. Musste sie doch herbringen, oder? Tschüss, eine Bedrohung für sich selbst, aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und... wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatsch, den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutegel, du Male, lebst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Konnt sie doch nicht nach Hause schicken, oder? Und der Doktor hat einen Anfall bekommen?
Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das Erste können er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. So, und hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.